Die Rennversion der Skyline. Das Falkenauto mit gut 500 PS ist einer der Publikumslieblinge beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring. Vor gut zwei Jahren konnten wir den feuerspeienden Hightech-Turbo in seinem Heimatland testen. Die gebotene Performance verlangte uns damals höchsten Respekt ab. Altes Fahrerlager Nürburgring. Ein Skyline der allerletzten Serie steht vor uns. Denn im September 2002 hat Nissan die Produktion eingestellt. Die Optik dieser Fernostrakete schwankt zwischen wuchtig und beinahe pervers. Die 365 mm Bremsscheiben lassen böse motorische Potenz erahnen. Der serienmäßige 2,8 Liter Reihen-Sechszylinder mit Biturbo leistet 280 PS. Hier jedoch werden 530 muntere Pferde freigesetzt. Das maximale Drehmoment beträgt 550 Newtonmeter. Die Ansaugluft wird von einem Einlass in der Kohlefaserhaube direkt in den Luftfilter geleitet. Die Haube liegt bei ca. 5000 Euro. Der Ladeluftkühler ist gigantisch groß. Nissan hat leider keine Linkslenker gebaut. In unserem Exemplar reicht der Tacho bis 300 Meilen pro Stunde, aber 480 Stundenkilometer sind etwas übertrieben. Die Sitze bieten so viel Seitenhalt, wie sie aussehen, mehr als ausreichend. Typisch japanisch, das Mäusekino mit allen möglichen Motordaten und Beschleunigungsanzeige in Meter pro Sekunde Quadrat. Der Fahrer dürfte aufgrund des üppigen Leistungsangebots jedoch kaum Zeit dafür finden. Endlich geht's los. Die Charakteristik des Biturbomotors ist untypisch. Der große Bums kommt erst bei knapp 5000 Umdrehungen. Dafür dreht der Sechszylinder gerne auch bis 8000 Touren. Der maximale Ladedruck beträgt 1,4 Bar. Innen und außen hört der Kenner deutlich das Turbofauchen. Dank Allradantrieb mit leicht hecklastiger Auslegung lässt sich die brachiale Urgewalt mit leichtem Übersteuern auf die Straße bringen. Highlight ist die Allradlenkung. Abhängig von Lenkwinkel und Querbeschleunigung verändert der Skyline die Spur an der Hinterachse und lenkt so mit. Die 1,6 Tonnen Gewicht sind dadurch kaum zu spüren. Das Einlenkverhalten ist knackig. Das serienmäßige Sechsganggetriebe lässt sich sehr exakt und definiert schalten. Kein Wunder, denn wie auch in allen BMWs stammt hier die Schaltbox von Getrag aus Deutschland. Der Besitzer dieses Knallers gibt einen Topspeed von knapp über 310 an. Zweifel daran kommen bei diesem abartigen Schub eigentlich nicht auf. Die Liste der Modifikationen ist lang. Die Leistungssteigerung betreffen im Wesentlichen folgende Bauteile: Steuergerät, Kopfdichtung, Turbolader und Ladeluftkühler. Der Wert dieses Supersportwagen-Killers rund 100.000 Euro.